Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. Die smarteste Community auf YouTube, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute wollen wir natürlich wieder mal die Squad Builder Challenges machen. Aber heute werden nicht zwei freigeschaltet, nein, heute wird aber ein Spieler freigeschaltet. Wir gucken direkt mal rein. Viele von euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Luka Modric, Moussa Dembele und Marcus Rashford sind hier freizuschalten. Und wir haben uns gesagt, beziehungsweise ich habe mir gesagt, Modric viel zu teuer, Rashford absolut sinnlos, schwacher Schuss, deswegen... Er passt perfekt ins Team. Der Allrounder Dembele soll bei uns in den Verein kommen. Und wir gucken uns direkt mal an, was brauchen wir. Wir brauchen eine Teamgesamtbewertung von 87, ein Team der Woche Spieler für mindestens einen, eine Teamchemie von 50, Anzahl der Spieler im Team 11. Und es geht vielleicht sogar ein Stück weit günstiger. Aber da wir ja investiert haben, Spoiler, heute Abend kommt wieder ein Trading-Tipp zu Footmess, sind wir relativ gut aus der Sache gekommen. Wir haben ungefähr so knapp 170.000 Münzen bezahlt. Gehen mal ganz kurz rein. Oblak eben nur 14.000, der ist mittlerweile bei 20. 5-4 für Navas, 24 für Pepe, geht mittlerweile auch für 33. Piqué 15-5 geht auch für 20. Mascherano 8-7, 2-3 für Krucowiak, Rakitic 21, 15.000 für Leno. Leno ist extrem gestiegen, ne? Ribéry 22,75, 26,5 für Hummels und für Canetes 25.500. Ihr seht, die Challenge ist nicht ganz billig. Aber wir senden ihn ab, ist 84er Dembele, kommt bei uns in den Verein und ihr habt gestern den Like-Button einfach nur zerstört. Wenn wir das wieder schaffen, auf diese Serie wieder mal 300 Likes zu machen, wäre es sensationell, ist aber kein Muss. Aber ihr habt es euch gewünscht, ihr wollt Gameplay sehen und deswegen stellen wir Dembele jetzt direkt bei uns mit in die Mannschaft rein und dann spielen wir mal ein Spiel und hoffen, dass unsere Mannschaft relativ gut und würdig da vertreten ist. Wir werden auf jeden Fall Dembele und Fekir dann in der Halbzeit mal einwechseln für Parolo und Defoe und mal gucken, wie wir das Ganze so, ja, einfach rocken werden. Auf geht's ins Match, auf geht's gegen den ersten Gegner. Also ich muss schon sagen, der Dembele 79 Tempo, 78 Schießen, 80 Passen, 85 Dribbling, 76 Defensive, 86 Physics. Sieht unfassbar geil aus, hat fast identische Werte mit Parolo und deswegen unser Team, seht ihr hier, das haben wir zusammengebaut. Viele von euch haben gesagt, vielleicht auch, dass wir Basakli und zum Beispiel Bonucci oder Chiellini in die IV stellen will oder kann. Mache ich jetzt noch nicht, weil ich nicht ganz so viel ausgeben möchte. Ich möchte noch ein bisschen was sparen. Ich denke, vom Totti wird es einen kleinen Preisfall geben. Deswegen nur Tonelli und Rugani bei uns in der Innenverteidigung. Jetzt starten wir ein Spiel rein. Ich bin gespannt. Wir spielen natürlich mit dem weißen Wintertrikot. Jetzt geht's rein. Bis gleich. Okay, der Gegner ist gefunden. Wir gucken mal uns sein Team an. Das ist ein BPL-Team. Und zwar ein richtig, richtig schnelles. Rashford, Mané und Sterling. Dazu Mata, Firmino, Henderson, Shaw, Stones, Matip, Klein und Butland, das Biest im Tor. Ich bin gespannt, ob wir das ganze Ding ziehen werden. Wir haben natürlich ganz klar die bessere Mannschaft. Ich bin gespannt. Rein geht's. Vollgas. Und das Ding wollen wir natürlich auch gewinnen. Jetzt Sterling. Sterling sieht Defoe laufen. Kommt Defoe. Zieh mal an. Oh mein Gott, der ist ja fucking schnell. Und Jermaine Defoe macht in der 5. Minute nicht rein. Erste Riesenmöglichkeit. Schade, die müssen wir eigentlich machen, aber wir haben noch einen Eckball. Bring die Flanke rein, auf den Torhüter, Butland ist wieder da. Ganz stark von Klein antizipiert. De Rossi, Parolo, Costa, Parolo, Defoe, das ist stark gespielt. Und da kommen wir leider nicht zum Abschluss. Komm, Costa, setzt seinen Körper rein, ganz, ganz stark. Und auch hier setzt er seinen Körper rein. Wir haben die Möglichkeit über De Rossi und wieder ist es Butland. Wow, was ist das für ein Feeder im Tor. Unfassbar. Komm, Sterling, jetzt mal die Flanke auf den hinteren Pfostenkopfball. Und da ist der Ball drin. Und Torschütze war mit der Nummer 8. Keine Ahnung, wer es so recht war. Es war Eden Hazard. Keine Ahnung, wie er das Kopfballduell gewinnt. Aber richtig stark gemacht. Ich denke, es ist auch meiner Meinung nach absolut verdient, dass wir hier 1-0 vorne liegen. Ah, der war wichtig. Und den haben wir auch wieder. Defoe, jetzt können wir ihn schicken. Wunderschön von Parolo. Da kommt er mit dem Kopf ran. Ganz bittere Pille. Und dann wird Rashford geschickt. Und der ist ja schnell. Das wissen wir alle. Rashford überläuft die halbe Abwehr. Buffon, die Katze. Ja, der muss auch mal getestet werden. Und das ist ganz, ganz bitter, dass wir den Ball hier verlieren. Aber Sterling ist da. Hol den Ball. Spielt ihn auf Costa. Warum spielt er den nicht direkt auf Defoe? Sterling wieder. Diesmal habe ich auf Costa gezeigt mit dem Controller. Ganz, ganz komisch.
Aolo und De Rossi machen da einen richtig guten Job da hinten, ne? Aber wir schaffen es nicht, uns da durchzusetzen. Immer wieder Fehlpässe. Das ist das Einzige, was mich gerade ein bisschen stört. Gut gespielt, Sterling. Zurückgelegt, De Rossi steht, Costa steht, wieder De Rossi. Ganz, ganz starker Konter jetzt, Eden Hazard durch die Gasse gesteckt. Wunderschön. Spielen wir nochmal zurück. Oh mein Gott, das ist so stark ausgekontert. Und wir machen ihn leider nicht. 41. Spielminute, Riesenmöglichkeit. Souveräner Konter, den wir da spielen. Und De Rossi trifft den Ball einfach nicht mit rechts. Eden Hazard jetzt mit links, bringt die Flanke. Und da steht der Costa wieder. Und er setzt sich dort einfach nicht durch. Ist das bitter? Zentrale aufpassen. Jawohl, haben wir. Und dann ist Halbzeit. Wir führen 1:0. Sieht ganz knackig aus, muss man sagen. Jetzt wechseln wir erstmal Fekir und Dembele ein. Und ich bin gespannt, wie die zwei sich machen werden. Dembele ist natürlich ein absolutes Biest da drin mit. Rein geht's in die Partie. Da haben wir zum ersten Mal Fekir. 89 Dribbling. Fekir macht das. Stark ist aber links beinahe. Und trotzdem direkt mal in der ersten Szene der zweiten Halbzeit hier mit dabei. Kopfballmöglichkeit hier nach der Ecke. Auch der geht nicht rein. Und dann ist der Rage-Spiel da. Keine Lust mehr hat der Gegner. Das bedeutet, wir gewinnen das ganze Ding 1:0. Und wir starten direkt noch gleich in ein zweites Spiel mit rein. Okay, der zweite Gegner ist gefunden. Wir mal wieder in den weißen Trikots. Schauen wir uns mal sein Team an. Und das ist wieder mal Pace ohne Ende. Shaqiri, Walcott, Musa, Sterling, Mané. Da haben wir noch Sanja, Williams, Fernandinho, Matip, Rose und wieder mal Butland. Mal gucken, ob wir diesmal ihn öfters bezwingen können. Als nur einmal, rein geht's ins Match. Zweites Spiel, hoffentlich auch zweiter Sieg. Let's go. Oh mein Gott, ich habe schon zweimal passen gedrückt. Und er haut das Ding einfach rein, Shaqiri. Ich habe schon zweimal auf der Außenbahn auf Passen gedrückt, dass Tonelli den Ball wegspielen soll. Er bekommt es einfach nicht hin und dann kommt so ein Ball. What the fuck? 1:0 für den Gegner. Richtig starkes Tor von Shaqiri, auch wenn er vielleicht gerade mal zwei Chemie hat. Aber okay, wir machen weiter. Gut gemacht. Eden Hazard schön auf Defoe mit links. Huiuiui, da hätten wir fast den Rückstand wieder ausgeglichen. Komm, De Rossi, Costa, Defoe, De Rossi, Defoe. Unfassbar stark gespielt und eine überragende Grätsche vom Gegner. Schade, echt richtig bitter. Aber wir haben ihn gleich wieder. Costa, Defoe, De Rossi läuft. Unfassbar stark und wieder macht ihn De Rossi nicht. Warum nimmt er da die Pike? Wir sind auf jeden Fall am Brenner, wir sind am Start. Und könnt vielleicht direkt mal wieder eine Eckball-Variante bringen. Diesmal ist Butland da. Kommt Defoe. Schön auf Parolo. Test nochmal seinen Longshot. 27. Spielminute. Wir sind so haarscharf dran, ey. Costa läuft. Unfassbar stark gespielt. Wieder nicht drin. Flanke nochmal in den Rückraum. Zweiter Pfosten. Kommen wir nicht ran. Sterling. Das ist Tonelli jetzt mal. Mit dem Sprint nach vorne. Tonelli hakt ein, spielt ihn zurück auf Parolo. Jetzt auf Costa, der hat 91 Schießen. 91 Schießen, Costa! Wir haben so viele Chancen, treffen das Tor nicht. Das ist unfassbar. Klein kann das Ding oder braucht das Ding nicht schießen. Wir könnten höchstens mal mit, was haben wir so? Wir haben nur Eden Hazard, der richtig gute Freistöße schießen kann. 30 Meter. Eden Hazard, wir probieren es einfach mal. Der kommt nicht schlecht. Zieht sich aber ein Stück weit nach links am Tor vorbei. Halbzeit und wie ihr seht, wir sind klar überlegen. Wir haben mehr Schüsse, wir haben mehr Ballbesitz. Wir haben eine bessere Passgenauigkeit. Was heißt es jetzt wieder richtig? Wir wechseln für Defoe Fick hier ein und Dembele kommt rein für Parolo. Ich bin gespannt. Auf geht's. Die zweite Hälfte. Wir wollen das Ding noch gewinnen. Vollgas. Setzt sich durch. Wichtig, der Rossi. Dembele steht. Dembele, 4 Sterne Skills. Guter Abschluss. Aber leider zu ungenau. Oh mein Gott, das ist gut gespielt. Da ist Buffon da. Unfassbar dieser Typ. Absolut stark gespielt. Die zweite richtig gute Möglichkeit für den Gegner. Aber das soll nichts heißen. Gut gemacht, Costa. Ballrolle, komm. Und jetzt gucken die aus. Warum machst du ihn nicht? De Rossi hier, komm. Gas, überragend die Physis von ihm. Weg hier, De Rossi. Immer weiter, jetzt auf Costa gespielt. Costa alleine vor dem Tor. Mach ihn, Junge, er macht ihn. Fekir staubt ab, 1:1 unentschieden. Aber Costas Abschluss, der hat 91 Schießen. Warum macht er den nicht sofort?
Aber Fake hier eingewechselt, Joker, Tor, es steht unentschieden und damit können wir leben. Und jetzt heißt es natürlich, voll auf Sieg spielen. Haben wir, stark gemacht, Fake hier, Costa, Fake hier, Hack ein, du bist Linksbeiner. Wir müssen hier schon führen, 70. Spielminute, die Führung vom Gegner war Quatsch. Jetzt steht es unentschieden und jetzt wollen wir natürlich auch den Sieg. Mal gucken, ob uns das noch gelingen wird. Hazard, De Rossi, Hazard, Costa, De Rossi. Ah, schade, muss ich vielleicht direkt abschließen. Komm, Fekir, mach ihn. Doppelpack, Fekir. Dieser Typ gefällt mir unfassbar gut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zweites Tor nach seiner Einwechslung. Wir führen und das völlig verdient und zu Recht. Und jetzt bricht er vielleicht sogar ab. Gut gespielt, wieder Fekir. Das ist unfassbar, dieser Typ. Setzt sich sogar hier durch. Und da kriegt er den Elfmeter noch. Fekir definitiv Matchwinner. Absolut krank, was der hier liefert. Und da kommt die Grätsche, die vielleicht meiner Meinung nach nicht ganz unbedingt sein musste vom Gegner. Und deswegen heißt es natürlich Elfmeter, Sieg oder Niederlage. Fekir rein damit ins Netz. Rechts oben, rechts unten ist auch okay. Drittes Tor, Hattrick. Fekir, absolut kranker Typ. Auch wenn der eigentlich gefoult und nicht selber schießen darf, macht er ihn ziemlich souverän. Guckt euch dieses Dribbling an. Guckt euch dieses Dribbling an von Hazard. Absolute Weltklasse. Auch wenn wir den Ball hier leider nicht reinmachen. 90. Spielminute. Geht da nochmal was in Richtung gegnerisches Tor. Hazard läuft. Costa steht. Oh mein Gott. Fake hier. Was macht er? Es ist Schluss. Wir gewinnen die ganze Partie nach 1-0 Rückstand mit 3-2-1. Matchwinner Fake hier. War auf jeden Fall am Start. Ich muss sagen, Fekir gefällt mir natürlich von diesem Team nach diesem Spiel am besten. Liegt einfach daran, dass er einfach wirklich 80 Füße hat. Und deswegen kann er sich eben auch vorne richtig, richtig gut durchsetzen. Deswegen bin ich mal gespannt, was noch so für Challenges auf uns zukommen. Denn Fekir, 4 Schüsse, 3 Tore ist ganz akzeptabel. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr noch mehr sehen wollt von Squad Builder Challenges mit vielleicht Squad Buildern, mit den SBCs, dann gebt gerne mal einen Daumen nach oben, Hashtag Supersteif unten in die Kommentare. Ich bin raus, immer smart und sexy bleiben, euer Chris und ciao.